Direkt am Next Tower mitten in Frankfurt hat ein Traditionsunternehmen seinen Sitz, KP Ox. Das Friseurunternehmen ist seit 97 Jahren in Frankfurt vertreten. Der Salon am Maizeil ist nicht nur technisch auf dem neuesten Stand, sondern auch was das Thema Haarmode angeht. Inhaber Klaus-Peter Ox ist nun sogar als erster Deutscher der Coiffeurszene in London mit dem International Legend Award 2016 von der internationalen Fachpresse ausgezeichnet worden. Es hat noch nie ein deutscher Friseur bekommen und insgesamt weltweit nur 4 Kollegen vor mir. Und somit begreife ich jetzt so langsam nach 2 Wochen, dass das eine wirklich außergewöhnliche Auszeichnung ist. Und wir sind natürlich unheimlich stolz darauf, nicht nur ich, das ganze Team und viele Kunden mailen, rufen an oder auch wenn man sie trifft, sagen, toll, freut uns sehr. In den neuesten Kreationen des Hauses verbindet Ox Mode und Umweltbewusstsein und kreiert die aktuellen Trends der Frisurenmode. Unsere Kollektion für das Jahr 2017 heißt Arctica und typisch sind die blonden Haare, die diese Kühle ausstrahlen. Und hier sehen wir einen super schönen Kurzhaarschnitt, der nicht mehr so ganz exakt ist, sondern sehr locker ist, sehr locker geschnitten ist. Ja. Und so ein bisschen Haarspray und ganz leger. Und ich finde, sie sieht super aus. Doch nicht nur Kurzhaarfrisuren sind im Trend, auch Langhaarfrisuren sind noch immer en vogue. Allerdings macht Ox etwas komplett Neues daraus. Dieser Style nennt sich Desert Rose. Desert Rose ist nichts anderes als die nordafrikanischen Einflüsse der Nomaden, besonders aus dem Bereich Marokko. Und da sehen Sie so gezwirbelte, gezwistete und gedrehte Haare und mit Zöpfchen. Das ist für die Ballsaison. Zum Beispiel, das sind die Einflüsse, die die Modemacher immer mehr aufnehmen. Klaus-Peter Ox hat mittlerweile ein kleines Friseurimperium. Er hat über 300 Angestellte in seinen 20 Coiffeursalons im Rhein-Main-Gebiet und ist Weltpräsident der Intercoiffeur Mondial, einer weltweiten Vereinigung der 5-Sterne-Friseurelite. Für ihn eine Passion. Wir sind seit 97 Jahren in dieser Stadt und ich bin in einem Friseurgalerie groß geworden bei meinem Vater. Und bei meiner Mutter und es war fast logisch, dass ich irgendwann gesagt habe, naja, man hat so in der Phase mit 16 hat man dann ja diese Null-Bock-Phase auch damals schon gehabt, so, naja, mache ich halt Friseur. Mit 20 war ich das erste Mal deutscher Meister, mit 22 war ich Weltmeister. Es war halt mein Job, es war halt mein Talent, es war das ideale Beruf für mich und ich habe das nie losgelassen. Das ging dann weiter eben von Meisterschaften dann eben zur Mode. Aber dem Friseurhandwerk ist er auch treu geblieben. Bei so viel handwerklichem Wissen und dem Ideenreichtum von Klaus-Peter Ox und seinem Team können Sie das haarige Thema Ballfrisur ganz entspannt auf sich zukommen lassen.